wünsche mir das, ich will das haben, was das? Wenn ich im Himmel bin, will ich heilig. Wir sind doch heilig. Wie der Herr Jesus sagt, ich bin heilig, denn ihr seid heilig. Was ist das für ein Himmel? Alkohol, Partys, SEX-Partys. Was ist das für ein Himmel? Muslime, hört auf, euch verführen zu lassen, Muslime. Dieser Hamdi, Joker und dieser Liebe zu Hadith, das sind Lügengeister. Die haben einen antichristlichen Geist. Und ich lese euch jetzt Galater vor. Ich lese euch Galater vor, Muslime. Damit ihr den Islam heute verlässt. Ich sage euch, Muslime, verlasst den Islam. Rettet eure Seelen, Muslime. Verlasst heute den Islam. Demütigt euch vor Gott, weil ihr werdet eines Tages den Herrn Jesus anbeten, ob ihr wollt oder nicht. Ob ihr wollt oder nicht. Und euer Prophet wird auch den Herrn Jesus anbeten. Da gibt es keinen Allah. Allah ist ein Mondgott. Das ist Götzendienst. Und dann sagt ihr, Buddhisten sind Götzendiener, Christen sind Götzendiener. Ihr seid Götzendiener. Und ich möchte euch retten. Ich möchte, dass ihr zu den Herrn Jesus Christus kommt. Leute, bitte alle folgen, alle liken, alle, die mir noch nicht gefolgt sind. Leute, alle folgen und teilen, damit alle Muslime das Evangelium hören. So, der Galaterbrief sagt, und das ist einer meiner Lieblingsverse, Muslime, zuhören. Galater 1, Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel von Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, Muslime. Darum sage ich euch heute, Muslime, ihr müsst das verlassen. Rettet eure Seelen, Muslime, und prüft das, was eure Imame sagen. Lest selber den Koran, hinterfragt das, prüft das und glaubt nicht einfach blind einem Propheten. Nochmal, wie kann ein Blinder einen Blinden führen? Beide werden in die Grube fallen. Du redest nur, aber nimmst keine Ruhe. Ja, warum muss ich? Ich muss niemanden hochnullen. Unnützliche Streitgespräche führen zu nichts. So, und ich lese jetzt weiter, Muslime. So, weil wir haben einen heiligen Gott, wir haben einen gerechten Gott und Gott lässt sich nicht spotten. Und darum steht auch geschrieben, Muslime, es steht geschrieben, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleid? Eine Sünde trennt von diesem heiligen Gott. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wie oft lügst du? Wie oft hast du betrogen? Wie oft hast du in deinem Leben Unzucht begangen? Du musst eines Tages dafür bezahlen. Wie willst du damit bezahlen? Was ist das Lösemittel? Was willst du bezahlen? Du wirst diese ewige Strafe absetzen. Du wirst in den ewigen Feuersee landen. Weil du den Herrn Jesus Christus nicht angenommen hast. Das Lamm Gottes, was für dich ans Kreuz, was deine Sünden getragen, das hat die Sünden getragen der ganzen Welt. Und du hast das verworfen. Und deswegen, Muslime, werdet ihr verloren gehen. Ihr denkt wirklich, dieser Stein hier kann die Sünden aufsaugen? Dieser Stein hier kann Sünden aufsaugen? Ihr seid verblendet worden, Muslime. Absoluter Götzendienst, Muslime. Hampelmann. Alles klar. Es steht geschrieben in Römer 6, 23, zuhören, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie oft hast du in deinem Leben gesündigt? Kein Mensch kann das Gebot, kein Mensch kann die Gebote Gottes halten. Wir alle haben die Gebote Gottes missachtet, übertreten. Kein Mensch kann das Gesetz Gottes halten. Wie Muslime, wollt ihr das Gesetz halten? Wie? Wie wollt ihr das Gesetz halten? Keiner kann das Gesetz halten. Es ist die Gnade Gottes, die rettet. Einmal lügen, getrennt von Gott. Nur eine Lüge, eine Sünde, eine einzige Sünde. Und du bist von diesem heiligen Gott in aller Ewigkeit getrennt. Und deswegen kam der Herr Jesus Christus. Und wir werden sehen, Muslime. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Euer Prophet wusste nicht mal, ob er in den Himmel kommt. Er selber war ein Sünder. Und nicht das Daftudela. Ihr werdet sehen. Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Und deswegen steht auch geschrieben, denn es wird offenbart Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ihr lügt. Ihr verführt die Menschen, Muslime. Seid ihr wahnsinnig? Ihr sagt, die Bibel wurde verfälscht. Ihr werdet eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen. Und dann müsst ihr Rechenschaft ablegen. Denkt ihr, Gott ist ein Hampelmann? Denkt ihr, Gott lässt es zu, dass sein Wort verfälscht wird? Ihr seid Lügner und Verführer und ihr habt einen Lügengeist. Die Bibel ist das Wort Gottes. Der Koran ist nicht das Wort Gottes. Guckt euch mal die ganzen Löcher im Koran an. Die ganzen Fehler im Koran an. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und wir haben mehrere tausende Prophezeiungen, die sich erfüllt hat. So.
So, und ich lese jetzt weiter, denn es steht geschrieben, nochmal, für die ganzen Christen, schämt euch nicht für das Wort Gottes. So, denn es steht geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich für diese Botschaft, nicht Muslime. Und ich werde das Wort Gottes weiter verkündigen, auf der Straße und hier auf TikTok. Und ich versuche, dass einer von euch gerettet wird, Muslime. Darum bete ich auch, dass ihr diese Religion hier verlässt. Deswegen sage ich, Muslime, rettet eure Seelen und verlasst heute den Islam. Tut Buße, dass ihr einen falschen Gott angebetet habt. Tut Buße, dass ihr einen falschen Propheten gefolgt seid. Einen falschen Propheten, der nicht mal wusste, ob er in den Himmel kommt, Muslime. So, und deswegen sage ich euch, es gibt nur einen Weg und das ist der Herr Jesus Christus. So, und der Herr Jesus Christus ist für euch ans Kreuz gegangen. Er ist am dritten Tag auferstanden, Muslime. Und wenn ihr das glaubt, seid ihr selig. Ihr werdet gerettet werden. Der Zorn Gottes wird nicht mehr über euch kommen, Muslime. Ihnen ist Vollmacht gegeben über Himmel und Erde. Und alle Knie werden sich beugen im Himmel und auf Erden, Muslime. Darum rate ich euch, macht euch darüber Gedanken, Muslime. Geht heute noch auf eure Knie. Verlasst heute den Islam. Tut aufrichtig Buße, Muslime. Und auch an die ganzen Atheisten, lasst euch nicht verführen von den Muslimen. Die haben null Ahnung. Fragt die mal, wann wurde die Bibel verfälscht? Die wissen es nicht. Welche Person? In welchem Zeitraum? Sagt mir mal, wo? Wo wurde die Bibel verfälscht? Wo wurde das Alte Testament verfälscht? Ihr habt keine Ahnung. Ihr behauptet Sachen, aber könnt nichts beweisen. Nein, ihr seid ein Witz. Ihr seid ein Witz. Koran, null Prophezeiungen. Wo sind eure Manuskripte? Wo ist der erste Koran? Wir dagegen haben tausende Manuskripte, tausende Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Aber es werden sich weitere Prophezeiungen erfüllen. Und deswegen sage ich euch, und das lese ich euch jetzt vor, Offenbarung 20, und das sage ich euch, das ist eine Warnung, und das sage ich euch, Muslime, das ist eine absolute Warnung. Ich lese vor Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet. So, und sie wurden gerichtet, einen nach jeder seinen Werk. Jeder wird gerichtet werden. Und ich sage es euch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn es ist Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. Und ihr müsst Rechenschaft ablegen, Muslime. Ihr müsst Rechenschaft ablegen. Für eure Lügen, für eure Behauptungen, für eure Täuschungen, die ihr von morgens bis abends hier erzählt. Die Bibel sei verfälscht. Der Herr Jesus ist nicht Gott. Der Herr Jesus wurde nicht gekreuzigt. Ihr werdet den Herrn Jesus Christus sehen. Er wird mit feuerflammenden Augen wiederkommen. Er wird die ganze Welt richten. Und dann werdet ihr sehen. Der Herr Jesus kommt nicht wieder und wird Schweine jagen, Kreuz zerbrechen. Was ist das? Das ist ein Fake. Dieser Isa ist ein Fake, Muslime. Darum sage ich euch, Muslime, rettet eure Seelen. Rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes, Muslime. Und lest die Bibel und kommt zu diesem heiligen Gott und alle teilen und alle folgen, Leute, damit alle das Evangelium hören. Nochmal, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, Muslime, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Und allen, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Die Bibel sagt in Johannes 3, du musst von neu geboren werden. Der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von neu geboren wirst, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Deine frommigen, scheinfrommigen Werke werden dich nicht retten, Muslime. Was bringt das? Einmal im Jahr macht ihr dieses Fasten und dann geht ihr wieder, wenn Fasten vorbei ist, Spielhalle. Was ist das? Ihr seid der gleiche Mensch. Ihr seid vielleicht äußerlich für den Menschen fromm, aber innerlich seid ihr tot. Es hat euch nichts verändert. Ihr geht noch Mekka, bereist die Kaaba, seid da, vielleicht seid ihr zwei, drei Tage gut gelaunt, kommt aber wieder und seid die gleichen Menschen. Das Wort Gottes sagt, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen und lasst euch in eure Herzen beschneiden und kehrt um zu diesem heiligen Gott. Was habe ich denn davon, wenn ich scheinfrommig faste und sage, oh, heute habe ich heute nichts getrunken, heute habe ich nichts gegessen. Wenn du fastest, dann fastest du für deinen Gott und nicht für die Menschen. Wie so eine McDonald's-Kette.
Wenn du betest, dann betest du für deinen heiligen Gott, nicht weil du musst. Ich kann meinen Gott auf jeder Sprache anbeten, an jedem Ort kann ich ihn anbeten. Mein Gott kann alle Sprachen. Und wenn wir beten, dann sollen wir nicht beten wie die Heuchler, die auf den Straßen sind und sich gerne zeigen. Da gibt es doch eine Gruppe, die gerne so Teppiche auf die Straße nehmen und dann so beten, um von den Leuten gesehen zu werden. Und wenn wir fasten, sollen wir nicht unser Angesicht, dass es von den Leuten bemerkt wird. Ist das nicht so? Und das Wort Gottes hat mit allen Recht gehabt, Muslime. Deswegen rate ich euch aus Liebe, Muslime, nehmt den Herrn Jesus Christus an, Muslime, rettet eure Seelen, Muslime. Wartet ab, deine Drohung kannst du dir sparen. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Was willst du machen? Mein Leib töten? Ich bin schon mit Christus gestorben. Was willst du da machen? Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Angst, Drangsal, Verfolgung oder Tod. In den ganzen islamischen Ländern da werden Christen jeden Tag verfolgt. Jeden Tag. Sterben ist ein Gewinn. Ist es nicht so? Und ihr macht euch darüber lustig. Eure Drohung, und ich zeige euch, Atheist, Muslime. Ich werde das alles screenshotten und ich zeige euch, wie viele Muslime mich bedrohen. Islam ist doch Frieden, oder? Sagt ihr doch, Islam ist Frieden. Man sieht euren Frieden, man sieht euren Hass. Jedes Mal höre ich, der Islam ist Frieden, aber man sieht euren Frieden. Man sieht euren Frieden, wenn man das hört, ich mache deinen Kopf kürzer. Maschallah, was für ein Frieden. Der Herr Jesus sagt, ihr aber, ich sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen und betet für die, die euch verfolgen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für ein Lohn erwartet ihr denn dafür? Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wenn ich dann auf einmal sage, höre, warte ab, ich krieg dich. Ja, was wollt ihr denn machen? Ja? Seht ihr das? Dreck, der Herr segne euch. Weil der Gott der Bibel ist Liebe. Wir sollen die Menschen segnen, die uns verfolgen. Seht ihr das? Alle, die mich beleidigen, der Herr segne euch. Weil ihr werdet eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen, vor diesem gerechten Gott stehen und dann wird er recht kurzen Prozess mit euch machen, Muslime. Darum bete ich auch für euch, Muslime. Hier, die ganze Zeit wirst du sehen, ja, der Herr segne dich. Mögest du zu den Herrn Jesus Christus kommen, mögest du zu diesem lebendigen Gott kommen. Der kann aus dein böses Herz ein fleischernes Herz machen. Möget ihr Muslime alle zu diesem heiligen Gott kommen, zu diesem lebendigen Gott kommen, dann ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Wort Gottes sagt, lasst das drohen, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten. Lasst uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter, denn die Liebe sei ungeheuchelt. Ihr sagt doch, Islam ist Frieden und Liebe, man sieht die Liebe. Man sieht die Liebe. Aber ich segne euch, Muslime, und ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Ich möchte, dass ihr zu diesem heiligen Gott kommt. Dieser heilige Gott, der vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und er hat sich klein gemacht, er hat sich entäußert, er hat sich kreuzigen lassen. Und es wurde alles prophezeit. Die ganzen Prophezeiungen im Alten Testament, das kann man nicht leugnen. Mose hat über ihn geschrieben. Im 5. Mose 18, 15, in Psalm 110, 4, Jesaja 53, Hesekiel 34, Jesaja 44, in Psalm 130. Alles Prophezeiungen, die eingetroffen sind. Jeremia 31, Jesaja 42. Alles eingetroffen, Micha 5, 2, Daniel 9, 25, Jesaja 7, 14. Und ich lese euch eine Prophezeiung vor. Eine der größten Prophezeiungen, und sie hat sich erfüllt, Muslime. Darum, in Jesaja 7, 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. In Matthäus 1, 23 hat sich das erfüllt, Muslime. Und alle folgen bitte. Leute, bitte alle folgen und alle liken. Folgen, 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 tippen, tippen, tippen. Und Dankeschön. Leute, alle folgen, folgen, plus wegmachen, plus wegmachen. Also nochmal, Muslime, zuhören. Einer der größten Prophezeiungen, Weissagungen im Alten Testament, der Messias, wird geboren. So, Jesaja 7, 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Matthäus 1, 23. Muslime, lest die Bibel, rettet eure Seelen. Der Herr kann aus euch ein neues Herz machen. Der Herr Jesus liebt alle Menschen. Und er möchte, dass ihr nicht verloren geht. Aber es ist euer steinernes Herz. Ihr habt doch einen freien Willen. Ihr könnt euch doch entscheiden für Gut und Böse. Habt ihr nicht diesen freien Willen? Könnt ihr nicht heute auf eure Knie gehen, noch Gott fragen, noch Gott suchen?
Könnt ihr nicht fragen, Allah, bist du wirklich Gott? Offenbare dich mir. Allah, bin ich auf der richtigen Seite? Herr Jesus Christus, wenn du der wahrhaftige Gott bist, zeig dich mir, offenbare dich mir. Leute, es geht hier um die Ewigkeit. Versteht ihr das? Ihr habt nur ein Leben. Ja, ich will nur Krieg. Ich rede hier von Liebe, Leute. Ich predige das Evangelium und schaut euch die Kommentare an, wie die Menschen am Fluchen sind. Seht ihr das? Das ist dieser religiöse Geist. Aber der Herr segne euch, Muslime, diese ganzen Prophezeiungen, Weissagungen, es hat sich alles erfüllt. Psalm 87, Muslime, Jesaja 61, hier steht auch geschrieben, nochmal, Jesaja 53, 35, ich lese euch was vor. Er selbst kommt und wird euch retten, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird das Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge, die stumme Zunge, Lob singen. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Taube werden. Hat er das nicht gesagt? Das hat sich alles erfüllt. Deswegen, Muslime, rettet eure Seelen, lest richtig den Koran und lest es richtig. Aber mit einem verdorbenen Herzen die Bibel zu lesen, ohne Wissen einfach die Bibel anzugreifen, Behauptungen aufzustellen, ihr werdet Rechenschaft ablegen. Deswegen sage ich euch, Muslime, ich frage nochmal, Muslime, wann wurde denn die Bibel verfälscht? Wann? Sagt mir mal, welche Person. Also, ihr wollt mir sagen, Muslime, dass irgendwelche Leute das Alte Testament, die Schriften eingesammelt haben, verbrannt haben und was hinzugefügt haben. Und die Juden würden das nicht bemerken. Oh, unfassbar. Die Juden würden sofort merken, hey, was ist das? Das ist falsch. Die Juden kennen doch ihre Schriften. Und die Christen kennen auch ihre Schriften. Die Christen würden sagen, hey, warte mal, was ist das? Das stimmt gar nicht. Das wurde von Tradition so weitergegeben. Und wir haben das von Tradition so gehört, durch die Schriften und durch die Überlieferung. Aber okay, ist okay. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Wir werden sehen, wie viele gerettet werden. Ich habe gestern einen Stream gemacht, Muslime. Ihr werdet alle in die Drangsal kommen. Muslime, ich will euch jetzt was sagen und das ist eine letzte Warnung. Denkt ihr wirklich, dass Europa einfach so euch reinlässt? Denkt doch mal nach, Muslime, das hat einen Hintergrund. Also ihr Muslime denkt wirklich, ihr werdet mit Geburtenraten Deutschland übernehmen. Ihr sagt, wir werden Deutschland übernehmen. Denkt ihr wirklich, dass die Elite das zulässt? Denkt ihr wirklich, dass sie das zulassen, dass die... Wisst ihr was, ihr werdet benutzt werden. Ihr werdet benutzt, Muslime, ihr werdet benutzt. Die Elite lässt euch mit Absicht hier rein und die haben schön eine Privatarmee schon aufgestellt. Über 200.000 US-Soldaten, die verteilt in Europa sind. Ihre Privatarmee lassen so viele Flüchtlinge rein, wie sie nur können. Und dann geht es los. Und dann werden die Bürgerkriege losgehen. Überlegt mal, die lassen einfach Leute ins Land ohne Pässe, einfach so. Ohne Kontrollen, die stopfen das Land voll ein nach den anderen. Die Leute werden nicht abgeschoben, die können hier machen, was sie wollen. Hier Vergewaltigung, da Vergewaltigung, da Vergewaltigung. Merkt ihr das nicht? Das ist alles ein Plan der Elite. Und ich wünsche mir, dass diese ganzen Muslime zu den Herrn Jesus kommen. Dass sie zu den Herrn Jesus kommen und dass ihre Seele gerettet werden. Merkt ihr das, Leute, wie die darüber lachen? Ihr lacht über euer eigenes Verderben. Ihr lacht über euer eigenes Verderben. Muslime, ihr legt euch hier mit der Elite an. Aber okay, dann werden wir mal sehen, wie stark ihr seid. Wir werden eure Stärke sehen und dann, ne? Da freut sich schon die Elite drauf. Ihr werdet alle benutzt werden. So, und ich möchte euch noch einmal was zeigen. Schaut euch diesen Film an, Leute, das ist sehr heftig. Ich will das einmal mit Kinderhandel. Also, ich mach das Laptop. Unfassbar. Aber ist okay, Leute. Hochmut kommt vor den Fall. Und Hochmut muss auch bestraft werden, ne? So. So, ich zeige euch jetzt einmal was. Und Leute, alle folgen. Alle folgen und tippen, Leute. Ich möchte euch was zeigen. So, schaut euch unbedingt diesen Film an. Es handelt sich um Kinderhandel. Das wollte ich auch nochmal sagen. Der Kinderhandel hat 50% zugenommen und ich möchte euch ganz kurz einen Film zeigen und ihr könnt auch nochmal, habe ich auch gestern gesagt, schaut euch den Fall an, Kentler-Experiment und Balenciaga-Skandal.
So, das da, ja, okay, Muslime, wir haben es jetzt verstanden, ist okay. Wenn man über den Islam redet, dann ist man, wird man weggemacht, ist okay. So, Leute, ich will euch einmal was zeigen. Und das zeige ich auch immer wieder in meinen Vorträgen, dass diese ganze Elite mit Kinderhandel zu tun hat. Das zeige ich euch jetzt einmal, dass diese ganze Elite überall vernetzt ist. Und dieser Film ist auf eine wahre Begebenheit. Schaut euch das mal an, Leute. So, Leute, bitte einmal alle tippen. Tippen, 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 Leute, tippen. Und bitte folgen, Leute, folgen, alle folgen. So. Es ist das am schnellsten wachsende internationale Verbrechernetzwerk, das die Welt je gesehen hat. Es hat den illegalen Waffenhandel bereits hinter sich gelassen und wird bald auch den Drogenhandel überholen. Denn ein Tütchen Kokain kann man nur einmal verkaufen, aber ein Kind 5 bis 10 Mal am Tag. Gottes Kinder stehen nicht zum Verkauf. So, schaut euch diesen Film hier an, Leute, auf wahre Begebenheit. Und diese ganz, ihr könnt ja einmal eingeben, Balenciaga-Skandal oder Kendler-Experiment. Und diese ganze Elite ist vernetzt, der Kinderhandel hat zugenommen. Und schaut euch einfach den Film an, ja, und bildet eure eigene Meinung. So, auf jeden Fall wieder zurück zum Islam, Muslime. So, auf jeden Fall, Muslime, ihr müsst den Islam verlassen. Verlasst den Islam, rettet eure Seelen. Der Herr Jesus kann aus euren versteinerten Herzen ein fleischernes Herz geben. Ihr seid verstockt in euren Herzen. Ihr habt Bitterkeit in euren Herzen. Ihr habt Hass in euren Herzen. Und so ist es. Und wir haben Feindesliebe. Wir haben Nächstenliebe. So, und ich lese euch jetzt einmal was über die Bibel vor, was die Bibel über die Liebe sagt. Ich lese euch jetzt mal was vor, was die Bibel sagt über die wahrhaftige Liebe. Weil ihr hasst die Liebe. Ihr hasst die Liebe. Ihr hasst das Licht. Ihr seid Kinder der Finsternis. So. Und ohne den Herrn Jesus Christus werdet ihr verloren gehen. Und alle Knie werden sich beugen, Muslime. Alle Knie werden sich beugen, in Himmel und auf Erden. Und ich sage es euch, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, Muslime, werdet ihr alle gerichtet werden. Und da gibt es auch keinen Allah. Der Herr Jesus wird euch richten. Der Herr Jesus wird euch richten. Die Bibel hat gesagt, vor 2000 Jahren, es steht geschrieben, daran aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. Und jetzt pass auf, der kommt zum Licht. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 8, Vers 12, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt, Muslime. Wie könnt ihr einen so falschen Propheten folgen, Muslime? Rettet eure Seelen, Muslime. Die Bibel warnt doch in Galater. Die Bibel warnt in Galater und auch noch zum Beispiel auch in Korinther. Ich lese es euch einmal vor. In 2. Korinther 11, 4, Muslime. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfängt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das Gute ertragen. So, danke, dass ihr alle geliked habt. Auch an die ganzen Christen, Leute, betet für die Muslime. Betet für die Muslime, dass sie zu diesem heiligen Gott kommen. Betet für sie, dass sie erkennen, dass der Herr Jesus Gott ist, dass ihre verstockten und versteinerten Herzen ein fleischernes Herz wert. Danke für alle, die mir gefolgt sind. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Muslime. Macht euch darüber doch einmal nur Gedanken. Der Gott der Bibel sagt, wer mich anruft, der wird gerettet werden. Aber irgendwie, ihr wollt nicht gerettet werden. Ihr wollt auf eure Werke vertrauen. Und eure Werke werden euch nicht retten.
Ihr habt euch euren eigenen Gott gebastelt, Muslime. Und das ist das Traurige. Und deswegen werdet ihr auch verloren gehen. Und deswegen verkündige ich euch das Evangelium. Nur der Herr Jesus kann euch retten. Guckt euch mal die ganzen Muslime hier auf TikTok an. Sie lügen und verführen die Menschen. Und ihr glaubt das denen noch. Das ist traurig. Und dankeschön, dass ihr mich gemeldet habt. Aber ist auch okay, kein Problem. Ich werde weitermachen und ich möchte euch einen Vers vorlesen. In Jeremia 29, Vers 13 steht geschrieben, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Suche diesen heiligen Gott. Suche ihn heute noch, Muslime. Es geht hier um die absolute Ewigkeit, Muslime. Ist euch das bewusst? Und auch hier, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht aller Zeit. Und ihr macht euch darüber lustig. Unfassbar, wie, was für dämonische Geister in euch sind. Betet, dass diese dämonischen Geister aus den Muslimen rausgehen. Auch, dass diese Geister sie verlassen. Betet, dass der Herr Gnade mit denen hat. Weil viele sind unter dämonischem Einfluss. Viele sind dämonisch besessen. Leider oder auch leider verführt, manipuliert. Und dafür betet auch nochmal. Der Herr Jesus sagt doch in Matthäus 7,7, bittet, so werdet euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und so werdet euch aufgetan. Und ihr lacht darüber, Muslime. Ist okay, Muslime, wir werden sehen, irgendwann wird das Lachen ja vergehen. Wer zuletzt lacht, ne, der lacht ja am besten, Muslime. So. Ah, ich frag mich, was vor den Satanisten halt. Okay. Nein, möge der Herr Jesus euch alle recht leiten. Und Bruder Reza, wenn du willst, ich kann dich reinholen. Safe, ich kann dich auch einmal reinholen. Ah, Mann. Das ist so verstockt, ne? Verstockte Herzen. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Gottes Segen, das Einzige, was sie schreien, Takbir, Takbir, Takbir. Das ist eins wie so ein Roboter. Weißt du? Anstatt die sich darüber Gedanken machen, anstatt die Muslime sich darüber Gedanken machen, die machen sich nicht Gedanken, safe, über ihre Ewigkeit. Denen ist das scheißegal. Bruder, sitzt du draußen? Vorhin saßt du draußen, kann das sein? Wie bitte? Schön mit Jacke. Vorhin saßt du draußen, schön mit Jacke. Ja, ich saß vorhin draußen, aber es ist einfach zu kalt. Und ich bin einfach nur, es macht mich einfach nur so traurig, dass die Muslime so verblendet sind, verführt worden sind. Und dass diese, guck mal, du musst dir vorstellen, die lachen ja darüber. Aber die haben ja null Ahnung. Die lachen darüber, über ihre eigenen Verdorbenheit, verstehst du? Das ist einfach so, weil, guck mal, du gehst zum Beispiel in der Schule zum Beispiel, wie, wenn du zum Beispiel in der Schule gehst, die sagen, alle Muslime würden sagen, die Bibel ist verfälscht, die Bibel hat mehr Updates. Gestern hat mir ein Muslim gesagt, dass die Muslime so barmherzig waren und den dritten Tempel aufgebaut haben, was die Juden jetzt haben. Ich sag, was redest du da? Ja, wie? Das ist doch der dritte Tempel. Ich sag, nein. Ja, wollen sie dann einen vierten Tempel bauen? Es sind dämonische Geister, die sie in sich haben. Oder das sind Dämonen. Und da, deswegen auch, das Einzige, was sie machen, ist, ich krieg dich, dann schlage ich dich zusammen. Wenn du was gegen meine Religion sagst, warte ab, ich werde dich suchen, ich werde dich finden. Und guck mal, ich muss den ganz kurz hier sperren, weil dieses, ich weiß nicht, warum die ganze Zeit so, warte, ich weiß nicht, ob die auf Drogen sind. Nein, guck mal, ich meine das jetzt ernst. Ich weiß nicht, ob die Drogen nehmen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt, ob die irgendwas nehmen, aber warum die ganze Zeit, hahaha, man kann doch schreiben, ich habe mal eine kurze Frage, aber na gut, das ist, du siehst das ja. Ja, aber Bruder, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich kenn ja Ex-Muslime, die den Islam verlassen haben, die mussten dreimal die Schule wechseln wegen Muslime. In den Schulen wollen die Muslime nicht, dass da ein Kreuz hängt. In den Berliner Schulen zwingen die Mädchen, die deutschen Kopftuch zu tragen. Die Deutschen dürfen kein Schweinefleisch vor den Muslimen essen. Wenn die Muslime fasten, dann sollen sie nicht vor denen essen oder sollen am besten sich mitbeteiligen.
Wenn du was gegen den Islam sagst, ja, siehst du ja, zwei Anschläge an Ex-Muslime. Und dann immer, haha. Da weißt du was? Diese Leute, weißt du eigentlich, wie gefährlich diese Leute sind? Die sind unberechenbar. Oh, ja, da sagt der eine ohne Quellen. Bruder, siehst du das, wie krank das ist, das ist krank, Bruder. Oder die beschäftigen sich nicht mit dem Glauben, die Nein, das ist, beschäftigen glaube sich ich, mit nicht mit Geist. unserem Nein, das Glauben. ist, glaube ich, mit einem Papagei rede. Ja, Ich sage, dann, glaube ich, mit einem Papagei in einem Käfig rede. genau. Weil die sich einfach Muslime. keine Gedanken, die recherchieren ja nicht wirklich, Nein, 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 wie, weißt du? ob die gefühlslos werden, so, ob die gefühlslos werden und total so. Du weißt, wenn einer für Kinderehe ist, ist er zu allem fähig. Er ist zu Ist so, allem Bruder. fähig. Er ist zu Das ist so. allem fähig und zu allem bereit und er ist skrupellos. Skrupellos. Ganz einfach, Punkt, fertig, aus. Und die Muslime denken ja wirklich, dass sie sich jetzt hier mit Geburtenrate vermehren und dass sie dann hier den Deutschen übernehmen. Die checken aber nicht, dass es ein Plan ist von der neuen Weltordnung. Durch Chaos entsteht Ordnung, die neue Weltordnung und das raffen die nicht, ne? Du weißt ja, wie die arbeiten, Bruder, oder? Ich mache ein Problem und dann bringe ich dir die Lösung für das Problem. Ja, es ist einfach. Leute, bitte nochmal alle folgen. Alle, die jetzt hier drin sind, nochmal alle das Plus wegmachen. Alle Plus wegmachen, Leute. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der mir gefolgt ist. Danke, Leute. Alle nochmal das Plus wegmachen. Dankeschön, Leute. Da ist die Verdorbenheit, ne? Das ist, wenn du verdorben bist. Respektlos. Dann sagt das Hamdi. Muslime, geht zu Hamdi. Geht zu Joker. Geht zur Liebe zu Hadith, geht zu Tauhid, geht zu diesen ganzen Muslime und macht sie jetzt fertig, Muslime. Weißt du, was mal ein Muslim gesagt hat? Leute, ich habe mal einen Muslim gefragt, gibst du mir den Friedensgruß? Nee, warum sollte ich dir den Friedensgruß geben? Ich gebe dir den Friedensgruß. Der Herr segne dich und deine Familie. Und da fängt es schon an. Sie geben uns nicht den Friedensgruß, sie täuschen uns, sie sind nicht aufrichtig. Da müsste es schon Klick machen, hä? Warum gibt er denen denn nicht den Friedensgruß? Und das ist bei allen so. Das ist bei allen so. Warte mal. Beruhigt euch mal, ihr Christen. Also nochmal, Muslime. Ich zeige euch jetzt mal. Warte, 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 warte. Ich will jetzt was zeigen. Ich muss das jetzt zeigen. Leute, mir egal, ob ich gesperrt werde. Ist mir doch egal. Ich habe so oder so. So, das mache ich jetzt nur für die Außenstehenden. So, dieses Video ist Legende. So, das ist dieses Video von David Wood. Kennst du das? Welches Buch? Jesus vs. Mohammed. Ah, das ist super. Das ist laut, das ist super. Ja. Ich habe ja auch mal das Buch gelesen, Mohammed vs. Jesus. Bruder, mit dem Herrn kann keiner mithalten. Keiner. Ja, keiner kann mithalten. Jetzt kommt Abdi rein. Oh, Abdi. Hallo, du Ungläubiger, wie geht's, mein Freund? Gottes Reichen sehen wir. Gut, mein Freund, du Ungläubiger. Was machen du? Der einzige Ungläubige hier bist du. Warum? Bitte, rette deine Seele, finde endlich zum Herrn Jesus Christus. Lese endlich die Bibel. Komm, Und du. hör auf, gute, schmutzige Ganz Sachen zu kurz, machen. ganz kurz. Und wenn ich nichts lesen kann, und dann? Kannst du dir hören auf YouTube? Gibt ganz viel. Ja, und wenn Da ich gibt es die taub ganze bin? Sache für die Bibel. Und wenn ich taub bin? Ja, du redest doch gerade mit mir. Nee, Beispiel, wenn ich das taub bin, ich kann nicht lesen und so, wie soll ich das alles wissen? Ja, dann bist du befreit. Wie, ich bin befreit. Ja, die das geistig nicht aufnehmen können, die sind im Paradies. Die Okay. das Wort Gottes nicht geistig aufnehmen können, die sind im Paradies. Okay. Aber du Aber guck kannst mal, es. nee, Du guck mal, kannst es. was ich nicht verstehen kann, guck mal, ich bin ja ein Moslem. Wenn ein Moslem zum Beispiel Nein, du sagt, bist Freimaurer.
Beispiel, ich habe gesagt, Beispiel, lass mich mal ausradieren. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Muslime sagt, nein, Jesus ist nicht guter Weg, und du kommst jetzt und sagst jetzt, Muslim ist nicht guter Weg, wen soll ich jetzt glauben? Ja, das, vergleiche doch, warum ich sage, Jesus ist der gute Weg und warum der andere sagt, Jesus ist nicht der gute Weg. Vergleiche doch, was die Schriften sagen. Und wen gibst du in diese Krieg jetzt recht? Dieser Krieg ist mir, ehrlich gesagt, ich habe es letztes Mal schon versucht zu erklären, mir tut es für jeden Menschen leid, der da stirbt. Aber ich habe mit diesem Krieg nichts zu tun. Es betrifft mich nicht. Ich ja auch nicht. Aber ich sage mal, Kriege sind einfach... Du hast ein bisschen, dadurch, dass du muslimischer Freimaurer bist, sage ich mal, bist du ein bisschen schon auf einer Seite? Bist du gezwungen? Nein, ich bin nichts gezwungen. Auch wenn ich eine Freimaurer bin. Ich habe gesagt, ich bin für gar keinen Krieg. Guck mal, Krieg steht für gar keine Regulation. Das heißt, wozu Leute umbringen? Wozu, was bringen das? Das sagt es nicht mir. Ich bin nicht für den Krieg. Ich weiß nur, dass das alles geschrieben steht, dass es so kommen wird. Ich bin für den totalen Freimaurer. Ja, du Ungläubiger, was geht ab? Was machst du hier? Warum? Was machst du hier, Abdi? Ja, oben. Guck mal, ich sehe keine Erdkrümmung. Sehen du? Ich sehe keine Erdkrümmung. Was ist passiert mit dir? Du warst so viel im Weltall. Ich sehe keine Erdkrümmung. Hör auf zu lügen. Abdi, was ist da passiert? Ist gar nichts passiert, mein Freund. Ich sehe keine Erdkrümmung und das ist eine Fischauge. Abdi, lass jetzt die Erde in Ruhe, Abdi. Lass du Jesus in Ruhe. Lass Isa in Ruhe. Ich weiß, wie die Erde aussieht. Wie sehen aus, mein Freund? Habt ihr mit dieser Erde nicht so gut? Die Erde ist wie so ein Überraschungsei. Was hast du da im Auge, Abdi? Warum machst du das? Hast du Kung Fu gemacht? Was? Warum machst du das? Ein Auge. Warum ein Auge? Weil Illuminati sind gute Leute, meine Freund. Erzähl uns von Kinderschnitzel. Kindercap-Shop. Warte, ich bin gestern erst von Dings gekommen, von Urlaub. Also was heißt denn der Urlaub? Ich war in einer Beerdigung und ich habe ein Video gemacht, du konntest sehen, eine Archäologie. Ich habe auf meiner Seite gepostet. Da war früher für Freimaurer gedacht. Ja, erzähl mal von Kinderschnitzel und Kinderketchup. Wie Kinderschnitzel? Bist du verrückt oder was? Ich esse keine Kinder. Kinderschnitzel, zuhören. Erzähl uns von Satan und ich bin keine Satanist, die Leute. Seid ihr verrückt oder was? Ich glaube nicht an diese Horner. Ihr sagt doch mal jetzt, wie lange bist du noch mal Freimaurer? Ein Jahr, ne? Zwei Jahre, ne? Seitdem ich TikTok bin. Ich habe viele Leute kennenlernen, deswegen. Ja, mit wem bist du denn in einer Loge? Sag doch mal einfach ein paar Namen, ist doch egal. Kannst sagen. Mit David Ortega. Er hat mich reingemacht. David Ortega. Ja. Also ist David Ortega Kinderschnitzel? Natürlich, er essen sogar Blut. Ja, und macht er auch noch andere Sachen? Also macht er das auch? Natürlich macht er das. Er redet von Veganismus, aber ist keine Vegan. Ah, okay. Und warte ganz kurz, Seifu. Warte, und wann war denn das letzte Mal, wo du ihn da so gesehen hast? Was hast du da gesehen? Was hat er denn da so gemacht? Er haben eine Kaninchen ausbeinen gemacht. Ausbeinen. Ja. Und dann gekocht und dass er Wasser und dass er Ding trinken. Das war in einem Kollen, in einem Berg, wo eine ganz große Wald ist, mein Freund. Berg, Wald, wo denn? Wo denn da? Im Wald. Welcher Ort? Wie heißt das? Also die Gegend. Ich muss ein bisschen überlegen, das waren bei Mulheim. Ja. Auf einem Berg wart ihr? Auf einem Berg drauf oder neben einem Berg? Nee, auf einem Berg drauf. War das denn abgeriegelt, so ein bisschen abgesichert, bewacht oder? Nichts bewacht, da kommen keine Leute rein, mein Freund. Ganz tief in einer Wald drin, ganz tief, mein Freund, wie eine Geschichte von Bruder Grimm. Okay, was wolltest du sagen, Seifu? Ja, ich wollte fragen, ob denn Abdi bewusst ist, dass er auch nochmal Kinderschnitzel essen muss. Was für Kinderschnitzel? Bist du verrückt oder was? Hör auf, mir Lügen zu verbreiten, mein Freund, hör auf, Lügen zu verbreiten. Was für Lügen? Aber irgendwann mal, wenn ihr erleichtert sein wollt, dann müsst ihr diesen Schritt gehen. Das glaubst du nicht jetzt, Abdi. Welcher Schritt, meine Freunde? Was labern du da?
Ja, entschuldige mal. Ey, du willst gerne was reden, ganz ehrlich jetzt. Was hast du geraucht? Nichts. Doch, 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 komm zu Gott zurück, mein Freund. Komm Bruder zu Danny, ihm. sagst du immer bitte, Bruder Danny. Warst du früher Muslim gewesen? Was warst du Aber früher Abdi, gewesen? pass auf, Abdi, pass auf. Pass auf, dir ist schon bewusst, dass eure Rituale von Mal zu Mal ein bisschen härter werden. Das weißt du schon, gell? Wie meinst du, wie Sachs oder was? Härter, was meinst du? Ja, härter. Vielleicht musst du mal eine Fliege töten, nach einer Fliege kommt eine Maus, nach einer Maus kommt ein Hase, wie du schon gesagt hast, weißt du? Und irgendwann kommt Tiro, eine Mensch oder was? Schauen wir mal, ich weiß nicht, Nee, das wollen wir von dir wissen. das wird nichts passieren, meine Freunde. Du guckst so viel Fernseher, Disneyland. Das stimmt nicht. Aber habt ihr dir schon bewusst, dass es schon immer gab, solche Opferungen? Schon Ja, aber das ist in der früher im Altzeit, in der Mittelalter, mein Geschichte. Freund. Im Mittelalter Nein, hätte nein, ich nein, darüber nein, nein. gemacht. Meinst du, diese Satanisten am Beterei und so hat aufgehört? Ey, willst du mich jetzt verglichen jetzt mit Satan oder was? Bist du verrückt oder was? Ich bin kein Nein, Satanist. ich frage dich doch, ob du das bewusst ist, dass es immer noch gibt, dass Menschen Satan anbeten. Natürlich geben viele Leute, du auch zum Beispiel, mein Freund. Ich bete Satan an, dann erklär mal, wie ich Satan anbete. Sag mal bitte. Wie? Ja, erklär mal, wie ich ihn anbete. Du sagst, ich bete ihn an, dann sag mal, wie. Ja, ich wissen das nicht, du musst wissen. Du gehst vielleicht in eine Hole rein, du gehst vielleicht in den Keller rein, wo dunkel ist, machen eine Du Kerze hast doch an. vorhin erzählt, dass du ganz tief im Wald gehst, in einer Höhle. Ich habe nichts davon erzählt. Das hast du und du hast es Ja, erzählt. von Hole, ich habe nicht geredet. Ich habe gesagt Wald, aber nicht von Hole. Doch, hast du ganz tief im Wald, hast du gesagt. Warst du früher eine Moslem oder nicht? Nein, ich war schon immer. Ja, ich war erst Katholik, dann war ich komplett in der Esoterik und in der so New Age und jetzt bin ich wieder zum Herrn. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen jetzt Katholiki und Evangelist? Ich kenne das nicht. Was ist der Unterschied jetzt? Ihr Das habt ist selber Gott. so wie Schia und Sunna. Schiiten und Sunniten, die haben einfach andere Praxisen, die sie machen, aber für beide ist der Herr immer noch Gott. Also da ändert sich nichts dran. Und was ist Orthodoxen? Ich habe wirklich keine Das ist Ahnung, genau ehrlich. das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Es gibt zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die glauben nicht, dass der Jesus Christus Gott ist. Die Mormonen, die haben ihr eigenes Buch. Es gibt halt verschiedene Sachen, aber wenn ich dir sage, ich sagte die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, alle drei sagen, der Herr Jesus Christus ist Gott. Okay. Da gibt es keinen Unterschied. Was das anbelangt. Und wann hast du diesen Weg gefunden, Gott zum Gott zu kommen, mein Freund? Wie haben du das gefunden? Hast du Gott gesehen? Ich Hast bin du? auf die Knie, ich bin auf die Knie und ich hatte mal einen Moment mit Gott. Du hast Ich was bin mit auf die Gott Knie, gemacht? ich bin auf die Knie und habe nach Gott gerufen, in mein Leben eingeladen und ich hatte meinen Moment mit Gott. Ich hatte mein Zeugnis mit Gott und ja. Okay, aber trotzdem, ich gebe dir wirklich eine Möglichkeit. Komm zu uns. Nein, kommt nie lieber zu uns, Abdi. Pass auf, Warum Abdi, viele? das, was du Warum? mir bieten kannst, pass auf, alles, was dir Freimaurer bieten können, das ist nur von dieser Welt. Und kann damit nichts anfangen, weil egal, was ich mir anhoffen werde, ich kann ja drei Villa haben, ein Privatjet, zwei Ferraris, ein Lambo, egal, wenn du stirbst, kannst du nichts mitnehmen. Also können die mich damit nicht ziehen. Ja, ich wüsste das, natürlich, ich wüsste das, aber trotzdem, dieses Leben musst du gut haben. Ja, aber und das Leben danach, das Leben nach dem Tod, da musst du Kloot haben, aber das ist die Ewigkeit danach. Ja, das weiß ich, da kriegst du nachher sehr schön. Das ist die Ewigkeit, aber ich glaube nicht bei dem, was du machst, dass du schön haben wirst. Doch, ich bekomme 190 Jungfrauen, was soll ich noch? Hast du dich eigentlich, das ist für mich, warst du praktizierender Muslim? Warst du das? Oder bist du das? Praktizierst du, betest du, stehst du morgens auf, um zu beten? Ich bin Freimaurer. Was heißt, du bist jetzt kein Muslim mehr? Freimaurer, ich habe gesagt. Du bist Freimaurer. Aber es gibt auch muslimische Freimaurer. Ich glaube nur an Wer ist die mich und, Freimaurer? das, und ich glaube an dieser Ewigkeit und an dieser flachen Erde. Abdi, ich habe mal eine Frage. Glaubst du selber, dass du ein Gott bist? Ich bin mächtig, ja. Die glauben das irgendwie alle safe, dass sie so Gott sind, Ja, Freimaurer. natürlich. Die schleifen ja an sich selber. Weißt du, Ja. Bruder, die Schädelsteine sind ja sie selber. Ja. Wie ich schneide mir selber. Ich habe mich nicht Na, beschnitten. habe ich gar nicht gesagt, habt ihr. Ich habe gesagt, ihr schleift an euch selber, an euren Edelsteinen. Ihr seid das Edelstein, schleift an euch selber. Warte, ich hole noch mal einen neuen Freimaurer rein. Na, hol mal Vielleicht noch mal einen rein, Bruder. der warte, Luzifer, komm mal rein. Wo ist der? Hey, Der Luzi.
Lucifer vertritt immer die Worte, Bruder. Lucifer vertritt immer die Worte und zitiert die Bibel. Wo ist dieser Lucifer jetzt? Ich finde den hier nicht. Schade. Ja, hast du den Koran gelesen? Hast du die Bibel gelesen? Buch Henoch auch. Nein, Buch Henoch, was? Hast du die Bibel gelesen? Du hast die Bibel vielleicht mal gesehen, aber irgendwo stehen sehen oder so. Und dann bist du davon weggelaufen, weil du Angst hattest, dass du anfängst zu brennen. Und das deswegen. Leute, nochmal bitte alle folgen und danke nochmal fürs Liken. Lucifer, du musst hochkommen. So, dann tauschen wir uns mal ein bisschen hier aus. Ja. Das ist schwer, dass man so aus... Ah, ich will euch ganz kurz noch mal was zeigen, Leute. Über den Kinderhandel. So, Leute, schaut euch das mal an. Ich komme gleich, ihr zwei geilen, ungläubigen Leute. Ich komme gleich. Deine Anruf, kommt das ab, die offiziell, du redest zu viel, geh raus. Ist das am schnellsten wachsende internationale Verbrechernetzwerk, das die Welt je gesehen hat. Es hat den illegalen Waffenhandel bereits hinter sich gelassen und wird bald auf den Drogenhandel überholen. Denn ein Tütchen Kokain kann man nur einmal verkaufen, aber ein Kind 5 bis 10 Mal am Tag. Das geht nicht zum Verkauf. Wie lange machst du das schon? Okay, die anderen 10 kann ich nicht zeigen, aber schaut euch einfach den Film selbst an. Leute, der Kinderhandel ist schon sehr, sehr stark gestiegen, 50%. Und diese Kinder werden alle auf den Altar geopfert oder sie werden weitergereicht, gehandelt. Und es gibt dann Kinderbordelle, wo sie dann SEX machen für reiche Leute. Sie zapfen denen das Ketchup aus der Haut raus und ja, ernähren sich davon. Gott, das ihr könnt alle einen Screenshot machen, Leute. Ihr könnt alle einen Screenshot machen. Das ist nur ein Bruchteil, was wirklich passiert auf dieser Welt. Gottes Segen von ganzem Herzen wünsche ich euch. Lucifer, Gottes Segen, bist du Christ geworden? Ja, ich möchte gern. Ich möchte gern zu dir kommen, dass du mich taufst als Christ wieder. Aber wo denn? Wo soll ich dich denn taufen? In so einen verlassenen Ort? Nein, du weißt schon. Deine Zeremonie, deine. Vom Evangelisten. Jetzt ist er weg. Er würde wieder aufnehmen wahrscheinlich. Nein, das machst du automatisch, Lucifer. Das brauchen wir doch nicht extra. Weißt du doch. Das Ding wird automatisch von TikTok aufgenommen. Ich nehme nichts auf. Also, das stimmt, ja. Danke, ich nehme nichts auf. Aber wenn ich aufnehme, ist es so bei mir, wenn ich aufnehme, man hört, man sieht das zwar, aber man kann die Stimme nicht mehr hören. Und das ist das Segen, was ist da mit meinem System? Irgendwas ist da. Ich kann aufnehmen. Der Film heißt Sound of Freedom. Sound of Freedom. Regisseur ist Mel Gibson. Sag doch du mal was über diesen Kinderhandel. Weißt du was davon so? 8 Millionen Kinder verschwinden auf dieser Welt jährlich. Ja. Ja. Und ich habe jetzt ein Video gesehen, ich habe es nicht gespeichert, weil mein Vater Blut, wie soll ich sagen, ich habe geweint, weil dieses 9-jährige Kind, was diese Psychiaterin gesagt hat, war erschreckend. Ja. Das kann ich hier nicht wiedergeben. Das ist krank. Ja. Das kommt so ansatzweise dorthin, wo der Film hinführt, aber noch viel brutaler. Viel brutaler. Ne? Und Kinder lügen nicht. Also, wie kann sich ein Kind sowas alles merken? Ja, wie gesagt, ich habe da, das war wieder von TikTok, muss da vorstellen, ich habe es nicht gespeichert, so was speichere ich normal gar nicht, weil das ist ja krank. Da war ein 9-jähriges Kind, eine Psychiaterin hat zugehört und das Kind hat bitterlich geweint und hat gesagt, was das mit einem kleinen Kind geschehen ist. Ich kann das nicht wiedergeben, weil das ist, da würden manche Menschen kotzen oder erbrechen. Ne? Okay. Und das von einem 9-jährigen Kind. Ja, das denkt sich das sicher nicht aus. Ja, ja das ist sehr hart. Also, du kommst ja aus der Schweiz oder aus Österreich, ne? Na, aus der Hölle ursprünglich. Ja,
Aber du kannst gerne kommen in Urlaub. Der Feuersee ist angenehm zum Schwimmen. Ja, ich wollte dich mal was fragen. Du hast doch mal erzählt, dass du auf solche Veranstaltungen warst, so auf Freimaurerpartys und kannst du nicht mal was darüber erzählen? Das ist keine Party. Das sind Veranstaltungen, wo man das Wissen austauscht. Das ist nicht so, wie du glaubst. Das Einzige, was du richtig liegst, ist mit Kutten. Ja, mit Kutten, das ist richtig. Aber Masken oder so brauchen wir nicht, weil wir kennen uns von unten. Aber du hast mal gesagt, dass ihr euch auch getroffen habt, wo ihr Masken aufgesetzt habt, ne? Na, Masken setzen wir nicht auf. Vielleicht am Anfang, ja, das kann schon sein, aber wenn man die Brüder dann europaweit kennt, ne, für was brauche ich da Masken? Ja, erzähl doch mal von so einem Ritual. Erzähl doch mal, wie läuft das denn ab? Da gibt's kein Ritual. Wie soll ich das erklären? Das ist ein Saal. Wie soll ich es erklären? Das ist ein Saal, wo links und rechts ein Pentagramm ist, Parfumet. Da sitzen wir zusammen und dann speisen wir. Ja, aber normale Speisen, nicht falsch verstehen. Ja. Und dann tauschen wir unser Wissen aus. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann bleiben wir ein paar Tage in dieser Stadt, schauen wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten an. Ja, dann geht's wieder nach Hause. Aber bist du jetzt 30. Grad? Kurz davor. Aber warte mal, du hast gesagt, du wärst im Sommer befördert, irgendwie, hast du gesagt. Ja, das ist korrekt. Schottisches Ritual, 30. Grad. Richtig. Ja. Und du, also ist immer noch nicht, oder wie? Also, im Sommer. Nächstes Jahres. Ah, okay, nächstes Jahres. Wie lange bist du schon dabei? Wie lange bist du schon in der Freimaurerloge? Bist du da reingeboren, oder? Ne, reingeboren kann man nicht sagen, aber. Familie. Ach, deine Familie sind auch Freimaurer? Na, nicht alle. Familie, habe ich gesagt. Hast du denn Familien, die sehr oben sind? Also ganz, ganz oben, so 31. Grad, 32. Grad vielleicht sogar. Du meinst die Meister und so? Na, habe ich keinen. Okay. Es kann jeder diese Loge beitreten. Man kann diese Logenformular durch Internetformular ausfüllen. Wie bitte? Ich kann mich erinnern, dass du gemeint hättest, dein Onkel wäre Freimaurer gewesen. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Und das ist aber nicht so. Man muss bezahlen. Und es kommt darauf an, was für ein Gehalt wir verdienen. Und dann musst du monatlich für diese Loge bezahlen. Ja, das ist nicht gratis. Boah, jetzt kann man es. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja. Ich will kurz was sagen. Also, warum machst du das alles so, wenn ich fragen darf? Entschuldigung, ich bin auch nur Gast hier, aber wenn du ein Kind bist unter 18 Jahren, darfst du gar nicht live gehen. Und die Frage weiß ich nicht, auf was du bezogen bist. Auf was mache ich? Was mache ich? Ich gehe aufs Klo, ich gehe mich waschen, das mache ich auch alles. Auf was bezogen? Nein, nicht die. Ich meine denjenigen, der den live macht. Also Entschuldigung. Ja, alles gut. Also ich frage halt, warum, guck mal, wenn du, sag ich jetzt mal, den Islam nicht akzeptierst oder nicht magst, dann musst du ja nicht solche Sachen über den Islam sagen, weißt du, ich meine? Oder Danny, da? Man hört dich nicht. Oder Danny, bist du da? Hallo? Ja, das kann nicht sein. Das kann ich sagen. Wir machen das, um das Evangelium zu verbreiten und das Wort des Herrn Jesus Christus zu verbreiten. Ja, aber guck mal, es gibt manche Leute, die das halt angreift. Und ich glaube nicht, dass sie das jetzt so mäßig wollen. Ich glaube, die wollen einfach nur den Leuten beibringen, was sie über Religion und so, also Christentum. Aber das Ding ist, wenn sie es so erklären, wie sie es erklären, dann verstehen die Leute das halt falsch. Okay, und was erklärt der Bruder Danny falsch? Kannst du mir sagen, was der Bruder Danny falsch erklärt hat? Kannst du das mal in Worten fassen, wo er falsch liegt? Wo der Bruder Danny vielleicht gelogen hat oder wo er etwas falsch dargestellt hat, wo er gelogen hat?
Das Ding ist halt, sie haben ja vorhin gesagt, dass sie den Islam scheiße finden, dass man zum Christentum rüberwechseln soll, oder? Ich glaube, dieses Wort hat der Buddha nicht immer gesagt, dass es falsch ist, dass es der falsche Weg ist, dass es der Jesus Christus der richtige Weg ist. Ich Solche Worte hat er genommen. sag dazu nichts. Ich sage nur, dass sie, sage ich jetzt mal, den Islam nicht angreifen dürfen, weil sich so viele davon angegriffen fühlen, wie sie es erwähnen. Aber pass auf, meinst du nicht, dass wenn Muslime über den Christentum sprechen, dass wir Christen uns dann nicht vielleicht angegriffen, auch angegriffen werden? Oder wenn zum Klar. Beispiel oder ganz bitte, ganz gut, oder wenn Hetero über Schwule sprechen, dann fühlen sich die Schwule angesprochen und angegriffen. Und wenn Schwule über Hetero sprechen, dann die Hetero. Also das ist normal, dass sich der jeweilige immer angegriffen fühlt. Also dann gibt, ich weiß nicht, ob du dann hochgehst zu Handy oder zum Joker oder zu Das irgendeinem ist anderen nicht korrekt. Muslimischen Das ist Familien. nicht korrekt, Warte bitte, Matze. Lutz, Also verlass dich Entschuldigung. bitte. Ja, Lutz, Entschuldigung. jetzt kurz. Ich weiß nicht, ob du dann auch hochgehst und sagst, ey, was ihr hier macht, über den Christentum sprechen. Ich finde das falsch, weil ja, ihr könnt nicht so über ihren Gott sprechen. Machst du das dann auch? Nein, also das Ding ist, Dann ich lässt. brauchst du nicht hochkommen und dich beschweren, wenn du dich beieinander nicht Oh darüber mein Gott. beschwerst. Das Ding ist halt, sie dürfen es nicht so erwähnen, wie sie es halt erwähnen. Sie sagen die ganze Zeit, ja, oh mein Gott, der Islam ist so scheiße, sie müssen alle zum Christentum wechseln. Aber das bringt doch hinterher auch nichts. Die meisten werden sie einfach nur beleidigen und sich denken, ja, scheiß drauf. Schau, du bist noch sehr jung, das ganze Leben noch vor dir. Nein, bin ich nicht. Ja, schau, ja, ich weiß nicht, Wenn sicher sie bist du jung. Aber schau, es gibt sich Menschen, glauben, die sind wenn im sie glauben, Koran, dass im ihr Egal. Islam, darf ich ausreden, bitte? Die sind im Islam und mit einem gewissen Alter denken sie, boah, Jesus Christus, Gott, der Allmächtige. Ja? Und dann Nein. konvertieren sie, dann konvertieren sie. Und lass mich ausreden. Und umgekehrt genau das Gleiche. Die Christen konvertieren zu Moslem. Warum das der Fall ist, weiß sie selber nicht. Ja. Bei den Denken. Männern verstehe ich es, bei den Frauen verstehe ich es nicht. Das Ding ist halt, sie dürfen es einfach nicht so, sage ich jetzt mal, sie beleidigen die ganze Aber warte mal, Ethnis. Entschuldigung, warte bitte. Sind wir in Deutschland? Sind wir in Deutschland? Ja. Es ist in Deutschland irgendein Verbot, wie ich mich äußern sollte. Habe ich keine Meinungsfreiheit in Deutschland? Doch, sie dürfen sagen, was sie wollen, aber Ja, ich also. meine, sich haben vorhin sehr viele aufgeregt darüber. Digga hat dann. Du hast dich aufgeregt darüber. Ja, es haben sich viele Dann, aufgeregt. Man hat den ganzen ja, Chat dann sollen gesehen. sie doch gehen, muss doch keiner zuhören. Es zwingt dich keiner zuzuhören. Es Ja, ist aber so. stell dir vor, liebes Mädchen oder liebes Fräulein, es kommt der Tag, wo du Jesus Christus siehst. Ja? Und dann konvertierst du auf die Christen, ja? Auf zu Jesus Christus, Gott, der Heilige Geist. Ja, was sagst du dann? Ja. Ich muss ganz kurz sagen, Ares, ich kann keinen hochlassen, weil ich kein Modi bin oder so. Ich kann leider keinen hochlassen. Das kann nur Bruder Danny, muss Bruder Danny kurz. Bruder Danny, kannst du Ares hochlassen? Ares. Ich weiß nicht, ob du da bist, Boah. Bruder Danny. Die Modis können das aber. Ich bin kein Modi. Es ist halt traurig, wenn jemand hochkommt und sich beschwert, dass man über etwas spricht, aber zu den anderen nicht hochgeht und sagt, ey, das stört mich, dass du darüber sprichst. Oder zu den anderen. Das macht man nicht. Und Das ist. das ist dann. Entschuldigung, wenn Das ich das so bin sage, das ist Verdorbenheit. Das ja, da ist bin ich voll bei Verdorbenheit. dir. Da bin ich voll bei dir. Ja. Aber wenn, dann muss ich bei beiden noch gehen und sagen, ey, das stört mich, das stört mich. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, dass ich hier einfach, ich glaube einfach an die Bibel. Ich glaube jedes Wort, was da drin ist, und ich vertraue in den Herrn Jesus Christus. Ich habe ihn in mein Leben, und das ist der einzige Weg, das einzige Buch, wo sagt, wenn du das machst, bist du frei und erlöst? Kein anderes Buch sagt dir das. Keiner. Ich kenne einen wiedergeborenen Christ, der war vor kurzem in meinem Live. Der, wie soll ich sagen, der macht auch Taufen und so. Ja? Und was er dann gesagt hat, habe ich gesagt, boah, wie kann das mit wiedergeborenen Christen übereinstimmen? Ja? Er hat gesagt, er ist homosexuell, aber sie akzeptieren ihn. Und er, wie gesagt, er macht Taufen und sonstiges. Sag ich, wie kannst du Taufen machen? Weil ich weiß es nicht, wie bei den wiedergeborenen Christen, ob die Ich kann dir das sagen. Menschenliebe oder die Nächstenliebe Ich von kann dir das Jesus sagen. Christus Ich auch für kann das sagen. Homosexuelle gilt. Wie bitte? Ich kann dir das sagen. Ich kann dir das sagen. Ich kenne wiedergeborene Christen, die zwei Sachen. Einmal homosexuell waren oder sind und dann asexuell leben. Das heißt, sie haben keinen Sex und bleiben beim Herrn. Dann können sie nicht sündigen in diesem Fall. Und die anderen sind, die zwar homosexuell, ja, in Anführungsstrichen waren, vielleicht auch sind, aber Familie haben mit Frau und Kinder und diese Homosexualität nicht der auslebt, weil der Herr dich davon befreit.
Also, ja, aber es gibt auch Menschen, die es anonym machen. Die haben Familie, Kinder und machen das dann anonym. Ja. Wenn Sie das machen, das müssen Sie dann mit den Herren, weißt du, ich weiß nicht, wer, ich kann dir auch nicht sagen, wer wirklich wahrlich wiedergeboren ist, weil ich nicht in den Herz reinschauen kann. Der Herr macht das. Der Herr guckt in die Herzen, er prüft die Herzen, er prüft den Hirn und weiß, wer wiedergeboren ist. Aber zur Wiedergeburt gehört nun mal dazu, den Herrn in sein Leben zu lassen, den Herrn akzeptieren, das Opfer, was der Herr für uns getan hat am Kreuz, zu anerkennen und zu glauben, dass wir dadurch errettet sind. Ganz einfach. Das ist es nicht. Und dann versuchen einfach ein christliches Leben zu führen. Ich kann nicht sagen, ihr macht es dann nicht, weil ihr es wollt, ihr fangt es einfach automatisch an zu leben. Also bei mir war das so und bei jedem anderen Wiedergeborenen, den ich kenne, bei dem war das auch so, jeder erzählt sein Zeugnis und Aber du kannst definitiv nicht leugnen, dass es wiedergeborene Christen gibt, die wirklich Jesus Christus, Gott, den Heiligen Geist, tief in ihrem Herzen haben, dann von der Bahn weggeworfen oder geworfen werden und dann eine Tat tun, die sie bereuen, aber nicht mehr zurückgängig machen. Einen Mord zum Beispiel. Das Ja, kannst du nicht bestreiten. pass auf, ich sag jetzt was, Der Herr sagt, der ist für alle unseren Sünden gestorben, für alle. Das heißt, ein Wiedergeborener, der zum Beispiel nach Hause kommt und aus Zorn auf Sünde einen Mord macht, der wird hier bestraft. Aber ich kann dir nicht sagen, ob er dann nicht errettet ist, weil eigentlich ist es, wenn er wiedergeboren ist, ist er errettet, egal was passiert. Das kann ich dir sagen. Ein Wiedergeborener, egal was er macht, weil es gibt, in der Bibel steht geschrieben, es gibt keine Macht, die dich aus den Händen des Herrn reißen kann. Nicht deine, keine. Es gibt keine Macht, die das machen kann. Und in der Gottes Bibel, Segen. hatten wir auch den Fall, dass der Sohn eines Gemeindeältesten mit seiner große Sünde und der wollte davon nicht ablassen, hat bewusst das weitergemacht und dann wurde dafür bestraft, aber war gerettet. Also wenn jemand wiedergeboren ist, ist er gerettet, weil sonst würden wir den Herrn zum Lügner machen. Ja, aber wenn ein wiedergeborener Christ in meinem Haus einbricht und mein Kind das Leben nimmt, Ja, dann ist er von mir, das ich glaube nicht. Da müssen wir gucken. gerettet. Ja, da muss man gucken, ist er wiedergeboren? Wird er das sein Wiedergeborener machen? Meinst du, dass ich als Wiedergeborener kommen würde in dein Haus und dir Schaden zutun? Also jemand, der das tut, ist nicht wiedergeboren. Weil der lebt danach, liebe dein Nächsten wie dich selber. Der Herr möchte, dass ich jeden Menschen liebe wie mich selber. Er möchte, dass ich dich liebe, obwohl ich weiß, dass du Freimaurer bist und vielleicht schon oder in Zukunft komische Sachen machen wirst. Und ich bin gezwungen, dich zu lieben. Was ist gezwungen? Der Herr gebietet es mir Genau. und ich mache das dann. Amen. Genau. Ich grüße dich, Gottes Segen. Gottes Segen. Dankeschön. Bruder Danny, ich musste sagen, es war vorhin eine Dame rum, sie hat sich beschwert über dein Live, dass Hallo, du. Gottes Segen. Hallo, Gottes Segen. Ja. Du wärst zu parteiisch. Du wärst zu muslimefeindlich. Du hättest gesagt, das wäre alles scheiße. Obwohl ich dieses Wort nie gehört habe, hat sie das so gesagt. Dann habe ich sie gefragt, wo du das gesagt hast und wann du angefangen hast mit Lügen über den Koran. Aber das konnte sie mir auch nicht antworten. Dann nur gesagt, das ist Fetze, was du machst. Mein Stream wurde ja gemeldet. Guck mal, obwohl mein Stream eingeschränkt worden ist, haben wir 120 Zuschauer. Obwohl der Stream eingeschränkt worden ist, haben wir Wow. 120 Zuschauer. Hammer. Eine Frage, bist du eine Christin? Wer ich? Ja. Ja, natürlich, ich bin Warte, geboren. glaubst du, dass der Herr Jesus Gott ist? Ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist, ja, auf jeden Fall, hundertprozentig, tausendprozentig. Aber Bruder, klare Sicht, sie war gestern schon oben, sie war letzte Woche schon oben, also sie war schon ein paar Mal bei dir oben, Bruder. Ja, Sie war richtig. schon, sie war gestern schon oben, sie war letzte Woche schon oben, also sie war schon ein paar Mal bei dir oben, Bruder. Ja, Sie war ich schon, hab's sie war gestern schon gestimmt. oben, sie war letzte Woche schon oben, also sie war schon ein paar Mal bei dir oben, Bruder. Ja, Sie war Bruder, stimm mal bitte nieder. Dankeschön. Hallo, ich war, also ich bin Was extra katholisch. reingekommen sind, alle, die reingekommen sind, Gottes reiche Segen. So, stimme ich mich. Danke euch auch. Nee, ich bin Ex-Katholikin und wiedergeboren und neu getauft. Ja, ich wollte eigentlich hochkommen wegen der Anschuldigung der Muslime.
Am besten sagt immer, ja, wenn die sagen, ja, wir reden gegen Islam, ja, warum tun wir das eigentlich? Eigentlich rechtfertigen wir uns nur, weil der Koran eigentlich schon gegen uns Christen spottet, in ihrer Schrift schon und somit dann auch die Muslime. Und warum tun wir das? Einfach nur, um aufzudecken, was in euren Schriften steht. Ja. Weil das ist keine Beleidigung, wenn wir da was vorlesen. Vor allem 100 Suren und Hadithe, die so übel sind, nicht annähernd vergleichbar mit irgendeinem Vers aus der Bibel. Jeder einzelne von denen. Und wenn ihr euch angegriffen fühlt, dann hinterfragt mal, wo ihr reingeboren wurdet. Ja, das war nur meins. Und sonst an Lucifer, ja, der Lichtsänger, ich habe dich schon öfters gesehen, ich war leider gesperrt. Ich würde auch voll gerne auf deine Fragen eingehen. Falls der mal weg. Der hat dann mich. Ja, gerne. Bei mir ist, bei mir ist jede Religion willkommen. Ja? Ich bin vor Gottes Toren schon gestanden und ich meine nicht Lucifer, der Lichtbringer. Ich meine den Mensch, der jetzt dahinter da über diese Kamera spricht. Ja? Und ich bin froh, dass ich Gott begegnet bin. Keine Frage. Und ich bin Gott jedes Tag dankbar dafür, dass er mich auf den richtigen Weg geleitet hat. Natürlich ist das Paradox da, dass ich seit 9 Jahren Lucifer, den Lichtbringer, in meinem Herzen trage. Aber das hat eine andere Bedeutung, anderes Wesen, anderer Umfeld, mein Onkel und so weiter. Ja. Also, wenn du den Content, ich habe fast ähnlichen Content wie der Danny, deswegen mag ich ihn, weil er dasselbe macht. Dann würde ich so erläutern, deinen Namen, dass du damit zum Ausdruck bringen willst, dass Lucifer eigentlich in dem Sinne Licht bringt, indem wir erkennen, dass er in der Welt regiert und wir dadurch zu Gott finden. Weil wenn es den Teufel gibt, gibt es auch Gott und sowas bei mir. Ja, so in Art. Meinst du so in Art. So? Für mich ist Lucifer, der Lichtbringer, nie böse gewesen und ist auch nie böse. Laut Bibel ist er der Satan, der herrscht über die Dämonen in der Hölle. Ja, und viele sagen, Lucifer ist Satan. Ja, ich bete Lucifer, den Lichtbringer, an, das gute Wesen. Und ich bete weder Satan, noch Belzebub, noch Baphomet an. Naja, das stimmt nicht ganz. Ganz kurz, Entschuldigung, aber er hat vorhin gesagt, ja, das muss ich ganz kurz reinwerfen, weil ich hatte vorhin was gehört. Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Ja, ich schon, ich habe einmal rein mit Baphomet. Ja, das weiß ich. Genau, du hast gesagt, dass du sitzt beim Essen und den Baphomet an den Händen hast. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das wollte ich nur noch richtig stellen. Ja, das ist korrekt, da gebe ich dir recht, ja. Okay, pass auf, dann sage ich dir was. Er hieß tatsächlich Lucifer, bevor er hinabgeworfen wurde. Ich habe über das mit Lucifer die ganze Story ein extra Video hochgeladen. Der Ursprung in meinem, auch biblisch hier belegbar. Du hast recht, er hieß Lucifer und er war der Hohepriester der Engel, der Begabteste mit freiem Entscheidungswillen. Aber seitdem er abgeworfen wurde, heißt er nun Satan und verschiedene, oder Baal, Hubal oder Allah. Ja, würde ich mal so sagen. Aber er hat viele Namen, aber seitdem versucht er sich eben bei Gott zu rächen, indem er sein Geschöpf verderben lässt. Ja, weil wir Menschen so viele Chancen kriegen. Und Lucifer, ursprünglich im Himmel, hat nur eine gehabt. Aber er hat sich bewusst gegen Gott aufgelehnt. Ja, und dann noch voll spannende Story dazu. Er will immer Gott stürzen. Er will immer Gott stürzen, aber weiß im Vorhinein schon, dass er klanglos scheitern wird. Er wird nie gewinnen, Lucifer. Ja, die Erzengel Michael, Gabriel und Gott sowieso ist unbesiegbar. Ja, oder Jesus Christus, Gott, der Heilige Geist. Da hat er keine Chance. Aber er tut es trotzdem, um diese Schlacht zu sehen und zu ergötzen. Ich sag einmal so. Ja. Er tut es, um so viele Seelen wie möglich mit sich zu reißen. Ja, aber warum betest du ihn an? Weil er hasst dich über alles. Du bist nach Gottes Ebenbild erschaffen. Hallo, Lucifer. Ja. Hallo. Ja, ich weiß, das ist Lucifer, ist Satan bei euch. Aber für mich ist Lucifer ein gefallener Engel. Und er war nie böse, ist nicht böse, er wollte Gottes Thron stürzen, das ist richtig. Das ist richtig, er hat ein Drittel der Engel mitgenommen, beziehungsweise angegriffen. Wurde, die ganze Geschichte braucht man nicht erzählen, die kennen die meisten. Aber, Das ist cool, dass du dich auskennst. Aber da muss dir auch klar sein, dass Lucifer davor war. Und als er abgeworfen wurde, wurde er zu Satan, also auch von seiner Schönheit hier verwandelt, sage ich mal, in dieses Wesen. Also er ist noch immer Lucifer, wenn du es so willst, ja, nur... Gut, er hat einen anderen Namen, auch Satan und wie gesagt. Das heißt, du betest den ursprünglichen Luzifer an, der einmal war, oder? Ja, so in der Art, ja. Den gibt's doch nicht mehr. Nebenbei machen wir halt gewisse Sachen. Ja? Nebenbei machen wir halt gewisse Sachen, was, wie soll ich sagen,
in den Grenzen liegt, in den Grenzen liegt, sagen wir so, es wird die Grenze nicht überschritten, ja, nicht diese Bastarde, diese Dreck, ich muss jetzt da konzentrieren und mir aufpassen, was ich sage, ja, denn wenn Menschen Kinder anfassen oder jegliche Art und Weise, brutalster Weise ermorden und sonstiges, das sind Dreckschweine, Entschuldigung. Über wen sprichst du? Achso, die Illuminaten. Die Eliten. Ja, die sowieso. Die Illuminaten sind. Ich frage nur nach, weil das gibt es auch in diesen muslimischen Ländern sehr viel. Deswegen wusste ich nicht, wen du meinst. Aber irgendwie verfolgen ja alle dasselbe Ziel wie der Antichrist. Naja, wann also. Weißt du, was ich nicht verstehe? Schau, Kinder werden misshandelt, vergewaltigt und vieles mehr. Ja, im Koran, ich meine, da kenne ich mich nicht so aus, aber da wurde die Aisha, die war, glaube ich, 9 Jahre oder glaube ich, so in der Art, ja, 9 Jahre wie sie, oder 13, keine Ahnung. Aber im Vatikan ist es schon viele Jahre oder viel, schon lange her, dass Sexualität ab 13 erlaubt ist. Ja, sehr krank. Ja, und in meinem Profil beweist auch, dass der Vatikan auch einer der größten luziferischen Quellen ist. Aber die Bibel ist ja nicht der Vatikan. Der Papst, der weiße Papst ist ein kleiner Fisch unter den Freimaurern. Was die Vatikan und sie machen, das ist mir völlig egal. Also ja. In der Bibel steht es aber nicht drin. Aber im Koran steht da ein Vers drin, wo es um die Scheidung geht. Und da ist es mit drin. Ja, Bruder? Bruder, ich gehe raus, weil ich gehe jetzt Burger essen. Aha, jetzt was interessant wurde, Bruder. Ja, okay, machen wir noch fünf Minuten, weil ich wollte jetzt mich anziehen und weil ich esse gleich richtig fette Burger mit Süßkartoffelpommes, Bruder. Ich verstehe, Bruder, wenn der Hunger ruft. Ja, da weißt du, Bruder, dass, da können wir Feinde werden sonst, ne? Weil ich will mich nicht mit dir befeinden. Dann würde ich dich trotzdem segnen und für dich beten. Ja, mach noch mal ganz kurz. Ich muss mich anziehen, weil ich gehe jetzt Burger essen. Ne? Ja, der Aris wollte, glaube ich, noch was ausführen, wenn ich mich nicht irre. Ich wollte eigentlich nur ein paar Videos von mir mitgeben auf sein Content, für sein Verständnis auf mein Content, für den Lichtträger. Weil den anderen Namen spreche ich. Du kannst mal schicken, aber ich weiß nicht, ob das geht, wenn wir uns nicht folgen. Das weiß ich nicht. Ja, ich werde dir folgen, weil ich glaube, mir fehlt nur noch eine Spur zur Erkenntnis. Aris. Aris, ja. Darf ich dir eine Frage stellen? Er sagt, er ist 29. Freimaurer gerade, gell? Wirklich? Ja. Okay. Also kannst versuchen, er weiß, wer der Herr ist. Er sagt, er hat ihn noch begegnet. Er weiß es alles. Also er möchte einfach nicht. Nur, dass du Bescheid weißt. Das heißt, ja, ich hatte ja auch einen, das habe ich damals erzählt, in meinem sehr engen Bekanntenkreis, der Freimaurer ist. Und er ist noch abgetreten, bevor er in die höhere Grade gekommen ist, weil er gesagt hat, okay, Moment, ich lebe jetzt nur 70 Jahre, habe das Weltliche, hat 7 Firmen, international, aber er hat das alles abgelassen, hat es damals noch in seiner Unwissenheit getan, einfach weil die zu ihm, auf ihn zugekommen sind, weil er so viel erreicht hat in der Welt. Und jetzt ist er eben ausgewandert mit all dem und hat sich für die gute Seite entschieden, weil wenn es den Teufel gibt, gibt es auch Gott. Und jetzt, warum entscheidest du dich bewusst gegen Gott oder für Luzifer? Genau, das wollte ich auch fragen. Ja, das kann ich euch gerne sagen. Moment bitte. Moment, jetzt kommt was aus der Bibel, verschiedene Vers, und das könnt ihr definitiv nicht abstreiten. Jesus Christus ist Luzifer. Ja, das ist so. Ja, und wer hat ihn dann verführt in der Wüste? Jetzt pass auf, Bruder, ich weiß, was kommt. Komm, lest vor, bitte. Luzifer wurde der Morgenstern genannt, Jesia 14,12, aber auch Jesus, Offenbarung 22,16. Jesus wurde das Licht des Wortes genannt, Johannes, aber Luzifer wurde ein Engel des Lichts genannt, 2 Korinther 11, 14. Ja, aber ist er noch einer? Luzifer soll wie ein brüllender Löwe sein, 1 Petrus 5,8, aber Jesus wurde der Löwe von Juda genannt, Offenbarung 5,5. Das ist nicht der Weg, wie euch die Freimaurer verführen? Luzifer ist dafür bekannt, dass er behauptet, man könne wie Gott werden. 1 Moses 3, 4-5. Ich habe gesagt, aber Jesus sagte, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Johannes 10, 34. Ja, könnte so plausibel hingedreht werden. Aber wenn man den Rest der Bibel kennt,
99% davon fallen überhaupt nicht zu. Das sagt der Christin, das sagt eine leidenschaftliche Christin aus Großbritannien. Das Video kann ich da schicken. Das ist nicht widerlegbar. Das ist alles Beweis aus der Bibel. Ja. Ja, es ist Beweis, dass es hier steht, aber nicht auf ihn bezogen, weil du musst mal wissen, wie oft Gott und der Teufel gegenüber konfrontiert waren. Ja? Und auch bei Jesus selbst, als er auf der Welt kam. Ja. Leute, ich muss also, wie erklärst du Matthäus 4 dann, dass der Satan den Herrn verführen wollte, versuchen wollte? Wer war das dann? Und sonst noch die Frage, wo Jesus, die religiösen Führer haben ihm vorgeworfen, für Satan zu arbeiten. Und was hat er gesagt? Wieso sollte ein Reich gegen das eigene arbeiten, indem er Dämonen austreibt? Warum sollte jetzt Jesus, wenn er laut dir Luzifer wäre, gegen sein eigenes Reich arbeiten und Dämonen austreiben? Genau. Das sind Exorzisten, das sind Dämonen. Luzifer ist gerade Dämon. Das ist ein Exorzismus. Das kannst du mit dem Luzifer nicht vergleichen. Das sind ja verschiedene Luzifer Dämonen. Luzifer wird die Menschen besessen. Warum sollte er sie wieder rausholen? Wie bitte? Luzifer will die Menschen verderben, besessen. Ja? Warum sollte er sie wieder rausholen? Ja, verderben, besessen. Im Endeffekt ist immer der Verstand des Menschen schuld. Der Verstand des Menschen ist schuld. Wenn der Mensch zum Alkohol greift, ist der Verstand vom Menschen. Wenn der Mensch eine Waffe zieht, sagt sicher nicht Luzifer, drück ab. Oder Gott, drück ab. Ja, das macht der Mensch. Nein, aber sagst du dir, schau, guck mal, da liegt eine Waffe, nimm sie. Ja, das nimm sagt sie. Wer sagt das? Er sagt zu dir nicht, benütze sie. Er sagt, nimm sie. Aha. Er sagt dir natürlich, weil du musst es ja freiwillig tun. Ist ja immer noch der Freiwillige. Wird eingeflößt. Ja, freiwillig wird er nicht sagen, wenn Rache besteht. Von Besessenheit und nicht für Verleitung. Ja, ich spreche von Besessenheit. Das ist nur ein Beispiel, aber es gibt 500 andere, wo du... Es gibt ja auch Besessene, die Jesus Christus nicht in ihren Herzen tragen, sondern, ich weiß ja nicht, nur im Verstand. Weil, wie gesagt, ich habe bis zu 200-300 Leute in meinem Live, manchmal weniger. Und was die da reinschreiben, na, die haben Jesus definitiv nicht im Herzen. Ja? Weil wenn man mit Mord und Tod... Aber warum sagt er, ich habe den Teufel besiegt, als er sein Werk vollendet hat? Na, du widersprichst nicht, du stellst keine Gegenfrage. Das ist ja phänomenal von wiedergeborenen Christen. Wenn du eine Frage stellst, kriegst du eine Gegenfrage. Das ist phänomenal. Ja, aber was soll ich dir sagen, wenn die drunten was schreiben, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wer war das? Was soll ich dir sagen? Wer war das? Für mich kann das auch sein, dass... Findest du das gut, wenn ein wiedergeborener Christ mit dem Tod wünscht, an Menschen den Tod wünscht? Na, sicher nicht. Aber ich kann dir doch sagen, das war vielleicht ein Atheist, der das gesagt hat. Das weißt du doch nicht. Und sich als Christ ausgibt. Nein, der war bei mir im Live. Der Danny kennt den sogar. Den kennt den sogar. Aber ich glaube nicht, dass ein Wiedergeborener eine Morddrohung ausspricht. Ja, weißt du, was ein Christ ist? Wir sprechen ja nicht über Reingeborene, wie Muslime das immer sagen. Christ wird Moslem, dass er reingeboren ist. Wie gesagt, ich habe den Namen 4 Jahre schon und habe mit es gibt viele Gruppierungen im Islam. Es gibt auch viele Gruppierungen beim Christentum. Ja, da kann man anfangen von Katholiken, Orthodoxen, griechische Orthodoxen, wiedergeborene Christen, Zeugen Jehovas und keine Ahnung was noch. Ne? Ja, aber okay, du hast gesagt, ich soll keine Gegenfrage stellen, dann mache ich das als... Entschuldigung, Zeugen Jehovas sind keine Christen. Nee. Zeugen Jehovas sind keine Christen. Also nicht alles in einen Topf schmeißen. Genau. Und dann, du hast gesagt, keine Gegenfrage. Gut, dann mache ich das als Fazit. Gott hat gesagt, ich habe den Teufel besiegt mit diesem Werk. Was sagst du? Besiegt hat er nicht. Besiegt hat er im Endeffekt nicht. Er hat ihn in die Hölle verstoßen. So der Erzengel Michael. Aber wenn er ihn besiegt hätte, wären Millionen Menschen tot gewesen oder gestorben. Denn die muss auch bestrafen. Er hat Luzifer nicht bestraft am Anfang. Wie gesagt, er musste dann die Menschen auch töten. Ja? Er wartet darauf auf einen gewissen Zeitpunkt und dann wird Gott wahrscheinlich zuschlagen. Keine Ahnung. Er meinte damit, er hat den Satan bezwungen. Was macht er damit? Leute, ich gehe jetzt raus, ja? Wir werden später darüber diskutieren. Alles klar. Lass es dir schmecken. Guten Appetit, ciao, ciao. Ja, wir hören. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Gottes reichen Segen. Gottes reichen Segen. Leute, entscheidet euch für den Herrn Jesus Christus. Amen. Geht auf die Knie und fragt nach Gott, sucht nach Gott, solange es heute heißt. So, Gottes Segen euch und der Herr segne euch alle. Bis dann. Bis dann.